Auch wenn das Speichern hier nicht wirklich notwendig zu sein scheint. Ich meine, wir haben es zwar schon mit den Vertragsarbeitern schon angelegt, aber die waren nicht wirklich gefährlich. Und Wachen haben wir noch keine gesehen. Die einzigen Staubmenschen waren halt Dahl, der war ja recht freundlich. Und diese Ivan, die war einfach nur beschäftigt. Aber gut. Du hast eine komische Farbe. Die elendige Leiche starrte ich mit leerem Blick an. Auf ihrer Stirn ist die Zahl 821 eingeritzt. Und ihre Lippen sind zugenäht. Oh, wir müssen uns übrigens unbedingt die Zahl von da oben merken. 42 war das, glaube ich. Vielleicht watschelt die Leiche hier noch irgendwo rum. Und was auch immer wir damals eingenäht haben, ist noch drin. Aber gucken wir uns die mal zu Ende an. Dem Körper entströmt ein leichter Formaldehydgeruch. Na, gibt's hier irgendwas Interessantes zu berichten? Als wir den Zombie anspricht, blinzelt er überrascht. Ja, was? Okay, also sind doch nicht alle Zombies total hohl. Oder er ist kein Zombie. Du bist kein Zombie, wer bist du? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der Zombie versucht sich durch seine zugenähten Lippen hindurch zu antworten. Seine Miene ist eine merkwürdige Mischung aus Angst und Wut. Wer bist du? Was willst du? Na, ich habe nach dir gesucht, natürlich. Du hast mich gesucht? Weshalb? Er schielt dich an. Hast du eine Nachricht für mich? Ja, wo habe ich mich jetzt da reingeritten? Also, wir tun so, als wenn wir ihn kennen würden, damit wir nicht auffallen. Also, er scheint auf eine Nachricht zu warten. Wir können ja einfach so tun, als wenn wir eine Nachricht hätten. Und die Nachricht ist, sag mir alles, was du von hier weißt, oder sag mir, wo der Ausgang ist. Ah, das probieren wir mal. Ja, ich habe eine Nachricht für dich. Was für eine Nachricht? Ich habe neue Anweisungen für dich. Er kneift seine Augen zusammen, um dich besser zu sehen. Was für welche? Erzähl mir von deiner Mission. Ich bespitzel Schaubis. Sage, was ich sehe, sonst nix. Hast du gesehen, was die Staubmenschen machen? Nix, sie tun nix. Ich hab nix gesehen, nur tote Leute. Staubis tun nix. Er kneift seine Augen zusammen und sagt voller Überzeugung, aber ich guck trotzdem hin. Okay, toller Job. Lässt dir die Lippen zunähen, malst dich wie ein Untoter an und bespitzt es Leute, die nix machen. Ich verstehe. Da war noch was ich wissen sollte. Kennst du jemanden namens Ferret? Ferret? Der Zombie runzelt nachdenklich die Stirn. Er lebt irgendwo im Stock. Er schüttelt den Kopf. Weiß nicht wo. Er runzelt erneut die Stirn. Staubisch eher böse. Mögen Ferret nicht. Na okay, so wie Ferret sich verhält, ist es klar, dass ihn keiner mag. Der Stock soll außerhalb von der Leichenhalle sein. Aber was genau der Stock ist, ob das eine Stadt ist, ein Teil von Sigil oder... Fragen wir mal nach. Slums da draußen. Warum mögen die Staubmenschen Ferret nicht? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Jummler bringt tote Leichenhalle und verkauft sie an Staubis. Bringt viele Tote. Staubis wissen nicht woher. Glauben, er steckt ein Dussel im Totenbuch. Was meint er damit? Er steckt ein Dussel im Totenbuch? Oh, vielleicht glauben sie, dass Ferret alle Leute umbringt und dann hierher bringt. Aber fragen wir lieber mal nach. Was? Ah, Mordus springt ein. Gott sei Dank. Den versteht man echt super schlecht. Er meinte, dass dieser Dussel namens Ferret den Staubmenschen schon viele Totenbüchler, also Leichen, verkauft hat. Genau, das ist die Aufgabe der Leichensammler. Sie sammeln tote Körper und verkaufen sie den Staubmenschen. Sieht so aus, als hätte dieser Ferret schon so viele Totenbüchler verkauft, dass die Staubmenschen davon ausgehen, dass er einfach irgendwelche Stockbewohner ins Totenbuch steckt, bevor ihre Stunde geschlagen hat. Das heißt, dass er sie tötet. Wir wollen aber noch mehr wissen. Ich vermisse ein Journal. Hast du es zufällig gesehen? Weiß nicht. Von dem Dussel gestehlt? Von dem Dussel gestehlt? Was? Er möchte wissen, ob du ausgeraubt wurdest.
was wahrscheinlich der Fall ist. Also dazu hat er jetzt nichts weiter zu sagen. Schade. Wie kommt es denn, dass du so aussiehst? Ich bin gut im Tarn. Ich auch in Abend. Ich viel mein Sanierungsöl. Ich mach gut Zombies. Der Zombie kichert durch die zugenähten Leben. Staubig sind blöd. Wer ist der Blöde? Du beobachtest sie den ganzen Tag und die machen nichts. Naja. Ja, sie sind hier die Blöden. Klar. Der Sarkasmus geht an dem Zombie offensichtlich vorbei, denn er nickt eifrig. Staubig dumm. Ich mache gut Zombies. Die Verkleidung ist nicht schlecht. Kannst du mich als Zombie verkleiden? Er mustert dich kurz von Kopf bis Fuß, murmelt etwas vor sich hin und nickt. Ich brauche Balsamierungsöl. Noch einer, der Balsamierungsöl braucht. Auf die Narben auf deiner Brust zeigen. Und Nadel und Faden. Also auch das. Gut, wir brauchen jetzt zweimal Nadel und Faden und zweimal Balsamierungsöl. Einmal Nadel und Faden haben wir ja schon. Vielleicht bekommen wir die jetzt zurück, nachdem sie die gebraucht hat? Na gut, kann er noch was irgendwie uns sagen? Kannst du mir vielleicht etwas über Dahl erzählen? Schreiber. Er zuckt mit den Achseln. Und gelb. Ja, Dahl ist ein Schreiber und hat gelbe Haut. Ja, der Klügste scheint er echt nicht zu sein. Aber wenn er die Staubmenschen ausspioniert, für wen arbeitet er dann? Direkt fragen können wir ja nicht, weil wir tun ja so, als wenn wir von seinen Vorgesetzten kommen. Trotzdem können wir mal fragen, was genau er hier macht. Hoffentlich fällt dadurch nicht auf, dass wir gar nicht sein Auftraggeber sind oder zu seinen Auftraggebern gehören. Ich bespitze die Staubis. Sage, was ich sehe, sonst nichts. Ah, das hatten wir schon. Und wie komme ich hier raus? Der Zombie brummt. Du kannst durch die Portale entkommen. Er winkt mit der Hand. So. Portale? Was für Portale? Portale, sagt der Zombie. Der Zombie zeigt um sich. Portale überall. Okay, hier sind überall Portale. Kannst du mir so ein Portal zeigen? Der Zombie nickt. Wenn du raus willst, geht schon Bogen im ersten Stock nordwestlich herum. Du brauchst Fingerknochen, Hakenform. Er hält einen Zeigefinger hoch und biegt ihn wie einen Haken. Wenn du Schlüssel hast, geht schon Bogen. Sprung in Magieheimkrypt. Du dort kannst du fliehen. Geheimer Fluchtweg. Er nickt eifrig. Da kannst du ausruhen. Krummer Fingerknochen? Wo soll ich den denn finden? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er zuckt die Schulter. Wohl einer in der Nähe sein, irgendwo. Sieh mal in den Lagerräumen im Obergeschoss nach. Vielleicht dort. Das müsste jetzt aber alles gewesen sein, was er uns sagen konnte. In Ordnung. Ich werde oben nach diesem krummen Fingerknochen suchen. Und dann gehe ich ins Erdgeschoss zu einem der Bögen im nordwestlichen Zimmer. Verstanden. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Im östlichen Vorbereitungsraum sollte immer noch der eine O-Ring sein. War doch ein O-Ring, oder? O-Ring oder Ring, der der einen Leiche abgenommen wurde? Diese Dinger sehen so aus, als wenn sie eigentlich Flüssigkeit aufbewahren würden, um halt die Leichen einzubalsamieren. Aber die sind alle irgendwie leer. Ah, nee. Glas und Balsamierungsöl. Schön. Davon brauchen wir jetzt noch ein, zwei. Ja, gut. Erledigt. Also hätten wir jetzt schon zweimal Balsamierungsöl. Erledigt. Fehlt nur noch einmal Nadel und Faden. Die Bänke haben auch nichts Neues Interessantes. Diese verwesene Leiche ist von Schläuchen durchsetzt. Eine gelbe Flüssigkeit zirkuliert durch die Schläuche in eine seltsame Maschine. Die Maschine macht klickende Geräusche, wie ein Insekt. Ja, das ist halt der Austausch vom Blut mit der Balsamierungsflüssigkeit. Denke ich jetzt mal. Das Blut auf dieser Totenbank ist noch frisch. Können wir da weiter? Verschlossen. Nee, da können wir nicht weiter. Aber da geht's hoch.
Schon gut. Verschlossen. Oh. Verschlossen. Das Ding ist abgeschlossen. Versuchen wir es mal aufzubrechen. Versuch gescheitert. Versuch gescheitert. Ja, wir sind nicht der Stärkste. Was ist mit Morte? Hat der genug Stärke? Kann das Ding ja vielleicht aufbeißen? Ja, Morte hat auf jeden Fall mehr Stärke als wir. Komm mal her, Morte. Da hin. Abgeschlossen. Hab sie geöffnet. Super. Ja, so ein Schädel ist doch praktisch. Und wenn es nur zum Schlösser öffnen ist. Ein alter Kupferohrring und Bandagen. Bandagen kommen gleich in Quickslot. Was macht das Balsamierungsöl eigentlich? Oh, 8 Trefferpunkte auf Basistrefferpunkte plus 1 Rüstungsklasse. Kann nur vom Namenlosen und von Morte verwendet werden. Ah, also selbst wenn wir das nicht für die Quest brauchen, wäre das ganz nützlich. Es ist so eine Art Heiltrank, aber hier steht 8 Trefferpunkte auf Basistrefferpunkte. Das heißt, man kann so mehr Trefferpunkte bekommen, als man eigentlich hat. Also temporäre Trefferpunkte. Echt praktisch. Aber die beiden brauchen wir ja leider. Und hier haben wir einen alten Kupferohrring. Geschlossen. Dieser Kupferohrring sieht uralt aus. Seltsamerweise scheint er keinen Haken oder auch sonst nichts zu haben, woran man ihn ans Ohr hängen könnte. Eine Reihe seltsamer Rillen sind aber in die Unterseite des Ohrrings gerissen worden. Es könnte sich lohnen, diese genauer zu untersuchen. Das machen wir doch gleich mal. Dieser kupferne Ohrring sieht extrem alt aus. Er sieht aus, als sollte er getragen werden, doch besitzt er weder einen Haken noch sonst etwas, mit dem du am Ohr befestigen könntest. Dafür befallen dir die Rillen auf. Ja, das hatten wir schon. Sehen wir uns mal genauer an. Die Rillen laufen im jeweils selben Abstand über die Innenseite des Ohrrings. Bei genauerem Hinsehen sind sie leicht gezahnt. Sie sind sicher von Menschenhand gefertigt, aber die ist schleierhaft zu welchem Zweck? Also irgendein Muster ist da drauf. Gezahnt war das. Also wenn wir irgendwo ein gezahntes Muster sehen, dann sollten wir uns den Ohrring nochmal angucken. So, aber jetzt speichern wir nochmal richtig ab. Nur so, für den Fall. Ich bin da lieber vorsichtig. Also LP 003.